Herzlich willkommen bei den Möbelmacherinnen unter Krumbach, direkt neben Hersbruck im Nürnberger Land. Heute möchte ich Sie zu den 18. Unterkrumbacher Werkstatttagen einladen. Die sind vom 10. bis zum 12. Juni und stehen unter dem Motto vom richtigen Zeitpunkt im Leben. Zusammen mit Maya Wasser, der Erfinderin des Imperdrinks, laden wir Sie zu einem kulinarischen, informativen und unterhaltsamen Abend in unsere Werkstatt ein. Schwester Regina Werner, Küchenchefin der Maria-Wald-Schule in Nürnberg, kocht live mit uns und Ihnen Bratenstücke des Hutangerins. Währenddessen erzählen alle Beteiligten von ihrem richtigen Zeitpunkt im Leben. Maya Wasser, wie sie mit Hilfe des klösterlichen Ingwerrezepts nicht nur Krankheit und Schicksalsschläge überwand, sondern auch eine neue Lebensaufgabe fand. Schwester Regina Werner, warum sie auf den Spuren der Ordensgründerin Maria Wald? Historische Rezepte aus dem 17. Jahrhundert erforscht und glücklich über den Neubau der Nürnberger Schule ist. Die Ordensgründerin Mary Ward wurde erst 367 Jahre später von der Kirche respektiert. Die Essensausgabe nach klösterlichen Regeln erfolgt aber zum richtigen Zeitpunkt bei uns. Ich erzähle Ihnen, warum die besten Küchen hier aus dem Holz der Region ein wenig Zeit brauchen. Und Rainer Wölfe vom Naturschutzzentrum Wengleinpark, warum die Rinder unserer Hutange echte Naturschützer sind und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihnen auch deren Verwertung von der Nase bis zum Schwanz gehört. Andreas Hagen sagt, warum wertvolles Fleisch am besten in den Salt Age Schränken von Königssalz reift. Bei Vorbestellung gibt es zum Klostermenü natürlich auch ein Dry Age Steak des Hutangergrills. Am Samstag und Sonntag sind jeweils zwischen 10 und 16 Uhr zwei Tage der offenen Tür, bei der Sie eigentlich wie immer über unser Gelände, unsere Wertschöpfung und unsere Ausstellung schlendern können und dabei eine Menge über unsere regionale Wertschöpfungskette, aber auch die neuesten Polstermöbel, Matratzen, Küchen und Möbel erfahren können. Am Samstag um 14 Uhr laden wir Sie zu einem Kochworkshop hier mit dem Hubertus Tschirner, dem Sous-Vide-Papst, ein. Zusammen mit den angemeldeten Gästen werden wir das Abendessen vorbereiten und dabei jede Menge Tricks vom Garn im Vakuum verraten. Für engagierte Köche ist es sicher eine einmalige Gelegenheit, mit dem Autor der Sous-Vide-Bibel, aber auch mit Dennis Scheck und Eva Witzmann gemeinsam zu kochen. Am Samstagabend lesen dann Eva Witzmann und Dennis Scheck aus ihrem Buch Solons Vermächtnis vom richtigen Zeitpunkt im Leben, dem Titelgeber unserer Leitstadt-Tage. Der Vorsokratiker Solon von Athen, der lebte zwischen dem 6. und 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, würde heute zur Leitfigur einer modernen kapitalismuskritischen Bewegung taugen. Vor diesem historischen Hintergrund berichten die Ärztin aus Stuttgart und der Literaturkritiker der ARD-Sendung Druckfrisch aus Köln von interessanten Menschen, die sich beruflich mit Reife beschäftigen. Das Erkennen der Reife, also die Kunst, einen Blick für den richtigen Zeitpunkt zu entwickeln, zählt laut Scheck und Witzmann zu den ältesten Überlebenstricks der Menschheit. Und sie werden auch lokale Beispiele in diese gemeinsam mit der Buchhandlung Lösch organisierte Lesung mit einarbeiten. Über unser Hutangerin kann man dann nicht nur berichten, man kann es auch kosten und sogar ein Steak vorbestellen. Am Sonntag ist dann wieder Tag der offenen Tür mit zwei Besonderheiten. Bei der Führung durch den benachbarten Hutanger um 11 Uhr, so heißen die gemeinschaftlichen Weideflächen vor den Dörfern, weil dort die Tiere gehütet wurden, erklärt Agraringenieur Rainer Wölfe vom Naturschutzzentrum Wengleinpark den verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren und warum es Sinn macht, das Naturschutzprojekt mit einer Kuhpatenschaft zu unterstützen. Für die Hutange der Hersbrucker Alb gibt es nämlich viele richtige Zeitpunkte. Einige davon im Jahresrhythmus, andere, wie zum Beispiel die Weidung mit Mutterkühen, als Neubeginn einer Ära, in der das Wort Nutztierhaltung nicht nur auf das Fleisch der Tiere zielt. Sie betätigen sich auch als echte Naturschützer und unterstützen damit das älteste Naturschutzprojekt Bayerns in Franken. Andreas Hagen von Königssalz wird im Anschluss erklären, wie im perfekten Fleischreifestand, dem Salt Ager, eine Rückmark aus Salz das Reifen fördert, das Schimmeln verhindert und warum trocken und lange gereiftes Fleisch viel besser schmeckt. Erste Kunden der Möbelmacher natürlich meist solche, die auch dem Sous-Vide-Garn frönen, liebäugeln schon mit so einem solchen Schrank in der Speisekammer und ihre Freunde unterstützen sie, denn für so einen ganzen Rinderrücken kann man schon mal ein paar mehr Gäste als Mitesser gebrauchen. Wir freuen uns riesig auf Ihren Besuch und Sie würden uns mit Ihrer Anmeldung einen großen Gefallen tun, denn das erleichtert die Planung eines Dinners in der Werkstatt ungemein. Aber auch die Beschulung für die Lesung und die Anzahl der Steaks lassen sich so viel besser organisieren.
Bitte besuchen Sie die 18. Untergrumbacher Werkstatttage vom 10. bis zum 12. Juni unter dem Motto vom richtigen Zeitpunkt im Leben.